So, einfach beide Beine, kleines bisschen geöffnet, Brustbein aufgerichtet und wir beginnen einfach mal mit den Schultern, richtig schöne Rotation zurück. Richtig schöne große Kreise. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Kleines bisschen schneller, komm mal. Richtig schöne große Kreise. Lass deine Schultern rotieren. Zieh die Schultern bis zu den Ohren. Noch zwei. Und eins. Wir öffnen die Arme, kreuzen die Arme im Körper und zieh dich in die Länge. Atmen aus. Atmen ein. Ganz egal, ob deine Hände sich berühren. Wenn das der Fall ist, ist das toll. Bei mir funktioniert es leider nicht. Letztes Mal in dieser Geschwindigkeit. Kleines bisschen schneller. Komm mal. Und zieh. Atmen aus. Atmen ein. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Komm mit beiden Händen mit der Oberschenkel. Mach dich rund. Komm mal. Zieh deinen Rücken Richtung Himmel. Blick zu deinem Bauchnabel. Vier. Drei. Zwei. Wir bleiben tief, wir kommen langsam zu den Zehenspitzen, halten uns hier fest, kommen langsam, Po nach oben hoch, atmen ein, atmen aus, komm nach oben hoch, ich drehe mich zu dir, etwas schneller, wir gehen tief und hoch, atmen ein, atmen aus, ganz viel Länge in der Rückseite deiner Beine, letztes Mal, komm nach oben zurück. Deine Hände vor die Brust. Rotation. Lass die Hände fest. Becken bleibt so fest wie möglich. Beide Beine fest am Boden. Vier. Drei. Nimm die Ferse mit dazu. Weiterhin Rotation in der Wirbelsäule. Noch vier. Drei. Zwei. Ein. Dreh dich langsamer etwas zur Seite. Lass den Ellenbogen seitlich ab. Schau dem Ellenbogen hinterher. Komm zur Mitte zurück. Rotation. Andere Seite. Ellenbogen tief. Komm nach oben zurück. Wir nehmen das rechte Bein nach hinten. Zieh die Arme lang nach oben. Komm nach oben zurück. Atmen ein. Atmen aus. Zwei. Eins mehr. Wechsel das Bein, atme ein, atme aus. Zweimal mehr, hoch. Letztes Mal. Jetzt Ausfallschritt mit Rotation. Geh tief, dreh zum Oberschenkel, komm nach oben zurück. Hoch, zieh. Nochmal. Atme ein, Rotation. Letztes Mal. Wechsel die Seite. Tief, dreh zum Oberschenkel. Und hoch zurück. Ich hoffe, du merkst, wie der ganze Körper ein kleines bisschen wärmer wird. Nochmal. Tief, zieh. Wunderbar. So, beide Beine ein bisschen ausschütteln, die Arme einfach mal Schultern nochmal locker rotieren. Arme lang nach oben. Mach dich rund. Atmen ein. Atmen aus. So, wir fangen mit unserem ersten Pärchen an. Das heißt, wir nehmen unser kleines Gewicht, was uns helfen soll, die Balance zu behalten. Beide Beine etwas mehr wie hüftbreiter Stand. Wir nehmen den Po ganz weit nach hinten. Machen kleine, kurze Bewegung. Komm nach oben zurück und hoch. Verlagere dein ganzes Gewicht nach hinten auf die Fersen. Den Po so weit wie möglich tief. Nochmal. Das Ziel sind mindestens 8 Wiederholungen. Wenn es geht, machen wir 12. Nochmal. Tief. So, du spürst, der Po hat sich dran gewöhnt. Du kommst etwas tiefer. 4 mehr. Nochmal. Tief. So, Minimum erreicht. Wenn für dich leicht, 4 mehr. Noch 4.
Dreimal nach. Tief. So, jetzt am Anfang geht es noch alles richtig schön spielerisch leicht. Aber du wirst sehen, wie jedem Durchgang wird es ganz intensiver. Letztes Mal. Tief. Komm nach oben zurück. Hier haben wir nur eine ganz kleine Pause. Komm mit mir auf den Boden. Wir kombinieren das Ganze mit einer Bauchübung. Beide Beine sind 90 Grad gebeugt. Beide Hände. Wir kommen hier nach oben zu den Fersen. Atmen aus. Atmen ein. Und wenn das gut geht, habe mal den Mut, strecke die Beine. Und spür, was sich verändert. Hoch. Langsam wieder zurück. Atmen aus. Atmen ein. Hier ist auch ein bisschen Balance gefragt. Auch hier, wenn es geht, viermal mehr. Noch vier. Und tief. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Hoch. Und ab. Super gut. So, erster Durchgang geschafft. Mir wird schon ein bisschen warm. Ich hoffe, dir auch. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es kommt Runde 2. Die schlechte gibt's nicht. Beide Beine wieder geöffnet, Brustbein aufgerichtet. Wir nehmen wieder unser Zusatzgewicht. Machen drei kleine kurze Bewegungen. 4, 3, 2 und tief. Come on. Tief. Und hoch. Trau dich richtig schön, das Gewicht ganz weit nach hinten auf die Fersen zu verlagern. Nochmal. Atmen ein, atmen aus. Nochmal. Tief. So, die ersten 4 sind schon wieder rum. Come on. Tief. Nochmal. Wie sieht's aus? Come on. Mit mir die letzten 4. Dreimal noch. Spüre, wie der Po richtig schön geschmeidig, aber trotzdem kräftig wird. Die letzten 2. Einmal noch. Tief. Komm an, gib nochmal alles. Letzten Durchgang. Und nach unten. Und hoch. Leg das Zusatzgewicht wieder weg. Du siehst, auch bei mir wird der Atem etwas schneller. Aber das ist kein Problem. Such dir deine Intensität bei den Beinen. Komm nach oben hoch. Langsam wieder tief. Halte hier kurz die Spannung. Und tief. Atmen aus. Atmen ein. 4. Und ab. Hoch. Wunderbar, ganz lang gestreckte Beine. Nochmal. Hoch. Minimum erreicht. Jetzt geht die letzten 4. Und ab. Noch 3. Noch 2. Einmal noch. Und hoch. Und ab. Wunderbar. So, jeder ist vom Sofa runter und macht jetzt auch mit. Vor allem, wenn es hier um das dritte Mal geht. Mach die Übungen bitte in deiner Geschwindigkeit, in deiner Intensität. Schau vor allem beim dritten Durchgang, was noch möglich ist. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Komm mal, letzte Runde. Wir gehen mit Po tief. 3, 2 und 1 und hoch. Tief. Genieße diese Beweglichkeit, mit dem Po ganz weit zum Boden tief zu gehen. Brustbein bleibt weiterhin richtig schön aufgerichtet. Nochmal. Tief.
Die ersten vier sind rum. Nochmal. Tief. Und fünf. Zwei mehr, dann haben wir unser Minimum. Einmal noch. Komm an, wenn's geht. Zweimal noch. Die letzten zwei Stück. Tief. Einmal noch. Tief. Und komm nach oben zurück. Beide Beine kurz ausschütteln. Einfach die Flasche mal weglegen. Setzen uns zum Po. Auf den Po. Entscheide selbst. Beide Beine gebeugt. Beine am Boden oder die Beine mal gestreckt. Letzte Runde. Zieh nach oben hoch. Langsam wieder tief. Atmen auf. Atmen ein. Drei. Zieh. Je gestreckter die Beine, desto mehr muss auch die Bauchmuskulatur hier arbeiten. Nur noch viermal mehr. Vier. Drei. Zwei. Und das letzte Mal. Herzlichen Glückwunsch. Nummer eins ist vollbracht. So, trink einen kleinen Schluck. Kein Problem, da wir das Gewicht jetzt auch nicht mehr brauchen. Alles gut. Zum Wohl. So, für Pärchen nur zwei bin was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich ganz viel Oberkörperspannung nach vorn. Und zwar machen wir eine wunderbare Raupe. Das heißt, du stehst am Anfang von deiner Matte oder am Boden, ganz egal, kommst zum Boden tief, läufst hier nicht nur in den Liegestütz, sondern weiter und kommst dann mit den Füßen hinterher. Richtig auf und in die andere Richtung geht's wieder zurück. Das machen wir insgesamt achtmal, viermal hin, viermal zurück. Die andere Übung am Boden, lass dich überraschen, kommt dann im Anschluss. Von mir aus kann man losgehen. Achtung, wir gehen tief. Raupe Nummer 1, Durchgang Nummer 1. Lauf nach vorn, Hände nach vorn, halte kurz die Spannung, Füße kommen zurück. Richte dich auf, dreh dich um. Atmen aus. Atmen ein. Atmen aus. Komm nach oben zurück. Du siehst, das ist eine Ganzkörperübung. Arme und Beine, Vorderseite des Körpers. Muss hier ganz viel arbeiten. Komm nach vorn. Lauf zurück. Hat Zeit. Komm tief. Schau, wie weit kannst du mit deinen Händen nach vorn krabbeln. Wenn du das Ganze am Boden machst, hast du kein Limit. So wie ich hier mit meiner Matte. Letzter Durchgang. Atmen aus. Hände laufen nach vorn. Beine kommen hinterher. Letztes Mal zurück. Hände vor. Lauf mit den Füßen. Komm nach oben. Nummer 1 geschafft. So, komm mit mir auf den Boden. Wir legen uns auf den Rücken. Beide Beine in den 90 Grad gebeugt. Arme kommen auf die Seite zurück. Es geht hier um ein Beinpendel, wo Schulter und Kopf vom Boden bleiben. Du aber dann die Beine von einer Seite auf die andere Seite bewegst. Du kannst aber auch die Beine hier wunderbar gestreckt nach oben. Such dir deine Intensität und beginne auf deine Lieblingsseite. Ab jetzt. Atmen aus. Komm nach oben zurück. Viermal pro Seite sind hier genug.
Atmen ein. Atmen aus. Eine Runde noch. Komm, ein Bein nach dem anderen. Boden wieder ab. Richten uns auf. Komm mit mir zurück. Stehende Position. Einmal kurz ausatmen. Beide Beine lockern. Schultern sind locker. So, jederzeit hast du eigentlich die Möglichkeit, auch mal auf Pause zu drücken. Das ist dein Vorteil gegenüber mir. Wenn es geht, machen wir weiter. Runde Nummer 2 mit der Raupe. Lauf wieder nach vorn mit den Händen. Komm mit den Füßen hinterher. Roll dich langsam wieder auf. Wechsel die Richtung. Natürlich arbeiten wir hier mit Zusatzgewichten. Atmen aus. Atmen ein. Atmen aus. Atmen ein. Atmen aus. So, ein letztes Mal. Komm, Oberkörper nach vorn. Krabbel nach vorn. Und letztes Mal zurück. Super. So, Nummer 2. Wir kommen zum Boden zurück. Einmal kurz durchatmen. Leg uns mit dem Rücken, die Arme ruhig als Balance, etwas auf der Seite, entscheide wieder selbst, Beine gestreckt oder ich nehme jetzt einfach mal die gebeugte Variante. Komm mit dem Bein gebeugt auf eine Seite, komm zur Mitte zurück, atme tief ein, atme aus, Rotation. Einmal noch pro Seite. Und setzen Beine wieder ab. So, zwischendurch einmal durchatmen, kleine Pause, Trinkschluck zum Wohl. Und wir kommen unseren dritten Durchgang. Und dann habe ich was ganz Spezielles für dich. Entweder wirst du es lieben oder hassen. Eins von beiden. Und ich hoffe, von beiden ist nachher was dabei. So, lass uns Runde 3 beginnen. Komm mit mir wieder in die Vorbeuge, in die Raupe. Lauf hier nach vorn. Beine kommen wieder zu. Atmen aus. Atme ein, atme aus, atme ein. Ich hoffe, das sieht sehr einfach aus, aber jeder, der mitmacht, spürt, für welche Bereiche deines Körpers das richtig aktiviert. Tief und zur Kräftigung und Mobilität beiträgt. Letztes Mal. Atmen aus. Atme ein. Atme aus. Atme ein. So. Komm immer wieder zurück auf den Boden. Zwei, dreimal einfach kurz durchatmen, Puls etwas beruhigen lassen,
Arme wieder als Balance auf die Seite. Versuch die Beine nochmal richtig schön zu strecken, soweit es geht. Rotieren zur Seite. Komm nach oben zurück. Komm einfach so weit in die Rotation, wie du ein gutes Gefühl dabei hast. Wie du die Spannung gut halten kannst. Wenn es zu viel wird, einfach die Beine 90 Grad wieder beugen. Noch 4. 3. 2. Und das letzte Mal. Ein Bein nacheinander. Komm wieder ab. Richten uns auf. Nehmen unser Handtuch. Lass dir von mir Frischluft zuwedeln. So. Für das Pärchen 03 habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar deswegen, wir wollen natürlich auch ein bisschen was für die Ausdauer machen. Das heißt, wir werden unsere wunderbaren Bergsteiger und versuchen das 30 Sekunden. Was heißt das? Wir kommen in die oberste Position des Liegestütz, wo die Handgelenke über deinen Schultern sind und ziehen die Knie im Wechsel zwischen deine Arme. Du kennst mich. Das ist noch nicht alles. Das war jetzt ungefähr Halbzeit. Deswegen entscheide dann selbst, ob es für dich auch möglich ist, deine Knie hier in diesem Tempo nach vorn zu ziehen. Und je leiser du mit deinen Füßen aufkommst, desto intensiver wird das Ganze. Das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2 möchte ich gleich zeigen. Dann kommen wir zum Boden. Tief. Ziehen die Arme nach vorn, die Beine. Ziehen den Arm und Bein nach oben hoch. Superman. Langsam wieder tief. Atmen ein. Atmen aus. Machen das auch wieder 8 bis 12 Mal. Und ich sag dir es, wenn nach diesem Pärchen nicht warm und intensiv, dann müssen wir beide ein ernstes Wörtchen miteinander reden. So, Runde 1, lass uns beginnen. Hände sind richtig schön um die Schultern und komm mit deinen Knie nach vorn. Atme und zieh deine Knie wunderbar nach vorn. Halbzeit. Und ich habe sogar den Luxus, dass mein Kameramann mir genau sagt, wann es rum ist. Danke dir, Timmy. Komm mit beiden Händen zum Boden tief. Arme nach vorn, Beine zurück. Zieh die Arme und Beine hoch. Langsam wieder ab. Atme ein. Atme aus. Mehr Ganzkörpertraining für die Vorderseite. Rückseite deines Körpers kann es nicht geben. Viermal mehr. 4. 3. 2. Letzte Mal. Und ab. Wow. Ich weiß nicht, ob wir das 3-mal machen, aber wir machen es 3-mal. Natürlich, deswegen sind wir hier. Und wenn es jetzt auch ein bisschen anstrengender wird, dann ist es genau das, was wir jetzt wollen, wo wir jetzt Lust drauf haben. Tief ein- und ausatmen, trinken einen Schluck. Oh ja, die Pause ist rum. So, nächste Runde. Kommen in die Ausgangsposition. Achtung, noch 4, noch 3, noch 2. And go.
Wie gesagt, wenn es von der Intensität zu schwer wird, dann komm einfach hier mit einem Bein nach dem anderen nach vorn. Such dir deine Intensität. Arme kommen nach vorn, Beine zurück. Lass deine Handflächen richtig schön zum Boden gedreht. Daumen zeigen zueinander. Hebe Arme und Beine hoch. Langsam wieder ab. Zieh. Langgestreckte Arme. Einmal noch, am Minimum erreicht. Wenn es geht, viermal mehr. Noch zwei. Letzte Mal. Wow. Einmal nochmal durchatmen. Alle guten Dinge sind drei. Und dann haben wir auch nur noch ein Pärchen. Von daher, konzentriere dich einfach nochmal auf das Ranziehen deiner Knie. Komm mit mir in den oberen Bankstütz. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und zieh. Knie nach vorn. Komm mit mir in den Bergsteiger. Auch hier nochmal Runde 3. Superman. Hände vor, Beine zurück. Konzentration der Körpermitte und wir heben Arme und Beine an. Arme langgezogen, Beine kommen nach hinten zurück. Noch vier. Letzte zwei. Letzte Mal. Super. So, mir ist warm, wir können anfangen. Ich hoffe bei dir auch soweit. Alles okay. Trinkschluck. Genieß. Das letzte Pärchen. Wir haben hier nochmal ein Handtuch. Einfach ein kleines bisschen zusammengedreht. Es geht auch ohne Handtuch natürlich. Aber hier kannst du natürlich dich besser festhalten. Und die Übung möchte ich einfach am Anfang kurz zeigen. Wir liegen hier nachher nochmal auf dem Bauch. Haben so etwas mehr wie Schulterbreit das Handtuch im Griff. Heben die Arme etwas an, strecken die Arme, ziehen das Handtuch zur Brust, Arme wieder nach vorn. Handtuch zur Brust, Arme vor. Und du siehst, natürlich geht das Ganze auch ohne Handtuch. Hier richtig schön aktiv. Die Übung, mit der wir beginnen, nochmal für die Bauch- und Rumpfmuskulatur. Wir nehmen die Fußsohlen zueinander, legen uns auf den Rücken. Komm mit den Händen hoch. Wenn es geht, die Hände kommen hinter den Kopf zurück. Ansonsten können auch die Hände hier vorn bleiben. Und hier wollen wir einfach
nochmal richtig schön 12-mal mit ganz viel Aufmerksamkeit auf Kontrolle, wenig Schwung hier uns aufsetzen. Einmal nochmal durchatmen. Komm mit den Händen, wenn die Hände etwas hinter Kopf sind, bekommen wir mehr Länge im Vorderkörper, bekommen aber auch ein kleines bisschen Schwung. And go. Zieh nach oben hoch. Komm zurück. 2, 3. Wenn du merkst, dass der Kopf zu schwer ist, kannst du nach jederzeit auch hier den Kopf stützen. Aber der Kopf kann das auch mal für ein paar Augenblicke alleine halten. Noch 4. Noch 3. 2, 1. Wunderbar. Knien uns kurz ab. Kommen wir in die Bauchlage. Greifen das Handtuch. Wir strecken die Arme richtig schön ganz lang aus. Wunderbar, ganz fest. Balle Fäuste mit deinen Händen und versuch sogar das Handtuch auseinander zu ziehen. Im besten Fall hast du nachher 2 Handtücher in deinen Händen. So, atme tief ein, Oberkörper etwas anheben, zieh das Handtuch zur Brust, streck die Arme ganz lang aus. 2. Noch 2. Und das letzte Mal. Handtuch ab. Runde 2. Setzen uns langsam über die Seite, wieder auf den Po. Beide Fußflächen, wenn es geht, zueinander. Natürlich kann man auch hier die Beine über Kreuz. Idealerweise kommen aber die Fußflächen aufeinander. 2 Atemzüge. Ein, wieder ausatmen. Arme kommen, Hinterkopf, etwas über den Körper. Und Runde 2. Zieh dich hoch. Komm in den Händen vor deine Füße. Halbzeit. Und letzte Mal. Super gut. Komm zurück in die Bauchlage. Strecken die Hände wieder aus. Greifen zu unserem Handtuch. Mit dem nächsten Einatmen. Oberkörper wieder etwas anheben. Heben die Arme an. Komm mit dem Handtuch zur Brust. Schiebe die Arme ganz weit weg von dir. Atmen aus. Atme ein. Letzte 4-mal mehr. Noch 2. Einmal mehr. So, unser letzter Durchgang. Genieße ihn nochmal für die Bauchmuskulatur, für Rücken und Brust. Fülle deinen ganzen Körper immer wieder mit frischer Luft. Lass die verbrauchte Luft entweichen. Komm die Arme wieder hin und Kopf. Mit dem nächsten Ausatmen setz dich wieder auf. Ab jetzt. Komm nach oben hoch. Atme ein. Atme aus. Viermal mehr. Zweimal noch. Letzte Mal.
Und auch hier der letzte Durchgang. Gräben festes Handtuch. Brustkorb etwas anheben. Hebe die Arme an. Atme aus. Atme ein. Minimum reicht. Jetzt geht viermal mehr. Letzte Mal. Herzlichen Glückwunsch, wenn du es bis dahin überlebt hast. Alles gut gemacht. Ich hoffe, dir ist auch jetzt etwas warm geworden. So, zum Cooldown gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil jetzt ist alles unter Spannung. Es geht einfach mal darum, so ein kleines bisschen Arme und Gelenke zu mobilisieren. Deine Ellenbogen. Einfach mal die Arme ganz lang nach oben in die Luft. Zieh dich in die Länge. Atme weiterhin gleichmäßig ein. Und wieder aus. Wir kommen mit einem Bein gebeugt nach vorn. Atme tief ein, zieh die Arme lang nach oben zum Himmel. Atme aus, atme durch tief. Wenn du dich leicht, schiebe das Becken ein kleines bisschen mehr nach vorn. Wechselndes Bein. Letzte Mal. Komm mit mir in stehende Position. Beide Beine hier einfach nochmal geöffnet. Atme tief ein. Zieh dich richtig schön über die Seite in die Länge. Falten mal die Hände über dem Kopf. Komm zur Brust. Mach dich rund. Lass deinen Kopf zwischen die Arme tief sinken. Atme tief ein. Einmal mehr. Atme aus. Mach dich rund. Die Arme locker nach vorn. Brustbein aufgerichtet. Öffne die Arme. Atme tief ein. Atme aus. Letzte Mal. Das war Body Cross heute. Mal einfach ein paar andere Übungen, die dich hoffentlich so ein kleines bisschen in Spannung gebracht haben und so auch ein bisschen deine Ausdauer gefordert hat. Schau es dir vielleicht einfach mehrmals an. Du wirst sehen, von Durchgang zu Durchgang wird es dir leichter fallen, wirst du einfach mehr Kondition und wirst noch stabiler und standfester an den Übungen dabei sein. Wir sehen uns bald wieder, sicher mit einem neuen Stundenformat. Bis dahin, bleib fleißig, mach die Übungen, bleib gesund und wir sehen uns bis bald. Euer Heiko. Ciao, ciao.